In diesem Video werde ich meinen komplett neuen und mega einfachen Money Glitch in GTA 5 Online zeigen, mit dem ihr solo und ohne alles ganz einfach mehrere Millionen GTA Dollar machen könnt. Hierbei ist es auch wirklich komplett egal, ob ihr erst neu mit GTA angefangen habt, ihr könnt diesen Glitch auf jeden Fall nachmachen. Ich nehme das ganze Video hier gerade genau am 22. März 2023 auf und wenn ihr das Video heute seht, dann wird das Ganze bei euch auf jeden Fall noch funktionieren. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich noch eine kurze Information für euch. Denn falls ihr derzeit noch auf der Suche seid nach einem extrem günstigen Unlock-All-Account oder Money-Booster für euren eigenen Account in GTA, das Ganze geht für PS4, PS5, Xbox und PC. Falls ihr da Interesse habt, solltet ihr auf jeden Fall mal den ersten Link in der Videobeschreibung abchecken. Da kommt es zu Loot for Games und da gibt es deutschlandweit die günstigsten Unlock-All-Accounts und Money-Booster in GTA 5 Online für alle Plattformen. Ihr könnt da nämlich nicht nur fertige Unlock-All-Accounts kaufen, sondern auch Geld und Level für euren eigenen GTA Online-Charakter. Und die Preise da sind wirklich extrem günstig. Zum Beispiel, wenn ihr euch 100 Millionen GTA-Dollar für euren eigenen Account kauft, dann zahlt ihr pro Million 60 Cent. Wenn ihr euch 200 Millionen für euren Account kauft, dann zahlt ihr pro Million nur 30 Cent. Und wenn ihr euch 1 Milliarde Dollar für euren Account kauft, dann zahlt ihr dafür nur 10 Cent pro 1 Million GTA-Dollar. Die Preise sind wirklich extrem günstig. Es gibt auch viele verschiedene Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel Amazon Pay, Sofortüberweisung, Klarna, PaySafe Card und so weiter. Falls ihr da also Interesse habt, Loot for Games hat zurzeit auch ein krasses Angebot. Wenn ihr nämlich über den ersten Link in der Videobeschreibung einkauft, dann spart ihr auf euren kompletten Einkauf nochmal 30% Rabatt. Wenn ihr also über den ersten Link in der Videobeschreibung einkauft, 30% Rabatt nochmal auf euren kompletten Einkauf. Falls ihr das also abchecken wollt, erster Link in der Videobeschreibung. Und außerdem, falls ihr neu auf dem Kanal seid und das Ganze noch nicht wusstet, ich habe derzeit auch noch ein Gewinnspiel am Start. Ich verlose nämlich für euch 3 Unlock All Accounts mit dem Level 120 und 500 Millionen GTA Dollar. Falls ihr da im Gewinnspiel noch teilnehmen wollt, müsst ihr einfach nur diesen Kanal hier einmal abonnieren, dazu einmal die Glocke aktivieren. Wenn ihr das gemacht habt, diesem Video hier einmal ein Like geben und dazu ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben mit eurem PSN, Xbox One oder PC-Namen. So einfach habt ihr die Chance teilzunehmen und so einfach habt ihr die Chance, einen Unlock-All-Account zu gewinnen. Jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Video. So und so, was jetzt zuerst mal macht, ist eigentlich erstmal ganz einfach. Ich habe jetzt meinen Charakter gewechselt. Ich bin jetzt einmal auf den Charakter gegangen, wo ich Level 6 bin und ja, nicht so viel Geld, damit ihr seht, dass das Ganze auch wirklich funktioniert, wenn ihr nicht so viel Geld habt. Was ihr jetzt erstmal macht, zuerst einmal stellt ihr jetzt hier unter Online und unter Option eure Spielersuche aufgeschlossen und euren Spawnpunkt ganz einfach auf letzter Ort. Sobald ihr das Ganze gemacht habt, startet ihr einmal den Editor, denn vom Editor aus werdet ihr jetzt eine geschlossene Freundessitzung starten, das geht ganz einfach. Sobald ihr im Editor angekommen seid, drückt ihr einmal die Options-Taste, geht dann einmal auf Online, dann einmal runter, GTA Online spielen und startet hier einmal eine geschlossene Freundessitzung. Warum wir das Ganze machen, ist ganz einfach. Damit ihr halt nicht beim Glitchen gestört werdet von irgendwelchen anderen Spielern, die euch dann töten oder sonstiges. Sobald ihr jetzt hier gespawnt seid, nehmt ihr euch ganz einfach, so wie ich das jetzt mache, hier irgendein Straßenauto, ist erstmal komplett egal. Ihr könnt auch ein persönliches Fahrzeug nehmen. Und jetzt öffnet ihr einmal euer Interaktionsmenü. Dazu drückt ihr einfach den Knopf in der Mitte lange. Also Interaktionsmenü öffnen, geht auf GPS, geht dann ganz einfach einmal auf Geldautomat. So wie ich das jetzt hier mache, Geldautomat, und dort drückt ihr dann einfach einmal X, um das Ganze zu bestätigen, und dann sollte euch der nächstgelegene Geldautomat jetzt hier unten links auf der Map angezeigt werden. Dort fahrt ihr jetzt einmal hin. Das muss nicht unbedingt der gleiche sein wie bei mir, es kann auch jeder andere theoretisch sein, und da geht ihr jetzt ganz einfach erstmal hin. So wie ich das mache, einfach hier an den Geldautomaten gehen und einmal die Steuerkreuz rechts und Options-Taste gleichzeitig drücken. Probiert das erstmal aus, dann solltet ihr sehen, dass ihr hier in diesen Bildschirm kommt. Jetzt drückt ihr einmal Kreis und dann seid ihr automatisch im Geldautomat. Jetzt zahlt ihr einmal euer komplettes Geld ein. Also wenn ihr Bargeld habt, zahlt ihr das einmal ein, sodass ihr alles Geld nur auf der Bank habt und kein Bargeld. Jetzt geht ihr wieder raus und drückt wieder Steuerkreuz rechts und Options gleichzeitig. Im Hintergrund seht ihr, euer Charakter macht da irgendwas an der Bank. Und jetzt geht ihr einfach hin und geht zurück zum Story-Modus, ganz einfach, so wie ich das jetzt mache. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, da auch nochmal alles zu beantworten. Sobald ihr jetzt im Story-Modus angekommen seid, könnt ihr das eigentlich mit jedem Charakter machen. Ich persönlich mache das immer mit Franklin, weil das bei mir bei Franklin bis jetzt immer funktioniert hat.
Und was ihr jetzt erstmal macht, ihr fahrt jetzt erstmal mit eurem Story-Modus-Charakter zu dieser Position ungefähr hin. Wir müssen uns nämlich jetzt gleich einen verglitschten Spielstand erstellen. Und sobald wir diesen verglitschten Spielstand fertig haben, müssen wir uns dann einmal verglitschen. Das Ganze dauert nicht lange und ist eigentlich relativ einfach. Die Verglitschungsmethode funktioniert schon seit ein paar Wochen und ja, wird bei fast jedem Glitch derzeit angewendet. Ja, wenn ihr jetzt ungefähr hier angekommen seid, wie gesagt, erstellt euch erstmal euren verglitschten bzw. kaputten Spielstand. Das Ganze geht ganz einfach. Dazu holt ihr euch jetzt erstmal einen Stern. Wichtig ist, es darf nur ein Stern sein. Ich habe jetzt aus Versehen zwei Sterne bekommen. Dann könnt ihr auch einfach den Cheat anwenden, dass ihr wieder nur einen Stern habt. Aber am besten macht ihr es einfach so, dass ihr direkt nur einen Stern bekommt. Ihr seht, ich habe jetzt hier einen Stern und jetzt lasst ihr euch einmal verhaften. Aber wichtig, bevor ihr verhaftet werdet, heißt, ihr erstellt nochmal einen Spielstand unter Schnellspeichern übers Handy. Und jetzt, sobald die Polizei zu euch kommt und ihr die Hände hoch macht, drückt ihr die Options-Taste. Heißt, ihr wartet kurz, dann drückt ihr die Options-Taste und dann geht ihr hier auf Spiel laden. Und ladet einmal den Spielstand, den ihr gerade erstellt habt, so wie ich das jetzt hier mache. Aber bevor er fertig geladen ist, heißt, wenn er bei 70 oder 80% ist, drückt ihr einfach einmal die PSN-Taste oder die Xbox-Taste. Geht einmal auf Hauptmenü, also auf Home. Geht dann einmal runter und geht hier einmal auf GTA Online Aktivitäten. Und zwar bei Aktivitäten geht ihr dann einmal auf freier Modus, genauso wie ich das jetzt hier mache, freier Modus. So. Und hier einmal auf Aktivität starten. Jetzt solltet ihr automatisch vom Story-Modus in den Online-Modus gezogen werden. Und somit habt ihr eure kaputte Spieldatei bzw. euren kaputten Spielstand, euren verglitschten Spielstand fertig. Den können wir jetzt gleich benutzen, um uns zu verglitschen. Das Ganze werde ich euch jetzt auch zeigen, das ist ganz einfach. Zuvor geht jetzt aber nochmal zum Geldautomaten hin, so wie ich das mache. Einfach zum Geldautomaten hingehen, dann drückt ihr wieder Steuerkreuz nach rechts. Genauso wie ich das jetzt hier mache und sobald das geladen hat, geht ihr hier einmal auf das gleiche wie ich und zwar auf Abhebung und hebt jetzt einmal 100.000 ab und drückt jetzt einmal auf Ja, einmal die X-Taste und einmal die Options-Taste gleichzeitig und sobald ihr das gemacht habt, geht ihr wieder zurück in den Story-Modus, denn jetzt müsst ihr, wie gesagt, euch einmal verglitschen. Dazu wechselt ihr einmal auf den Charakter, mit dem ihr auch den kaputten Spielstand erstellt habt. Heißt, bei mir muss ich das Ganze einmal mit Franklin machen. Und jetzt begebt ihr euch wieder zu der Position, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Normalerweise hättet ihr da direkt spawnen müssen. Bei mir ist es jetzt aber so, dass ich da nicht gespawnt bin. Deswegen muss ich da jetzt nochmal kurz hinfahren. Ich habe die Geschwindigkeit im Hintergrund jetzt ein bisschen schneller gemacht, damit das Ganze nicht so lange dauert. Aber ihr fahrt jetzt einfach wieder dorthin zu diesem Sportplatz, denn dort werdet ihr euch jetzt ganz einfach verglitschen. Funktioniert ganz einfach, werde ich euch jetzt ganz kurz zeigen. Es dauert nur eine Minute. In der Zwischenzeit könnt ihr auf jeden Fall gerne mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr das Ganze noch nicht gemacht habt, damit ihr keine weiteren Videos bzw. Glitches in GTA 5 Online verpasst. Und ihr könnt auch gerne ein Like da lassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. So, und zwar fahrt ihr jetzt hier einfach auf den Sportplatz drauf. Und hier im Gebüsch bei dem Sportplatz sollte eine Peyote-Pflanze sein. Die esst ihr jetzt ganz einfach einmal mit Steuerkreuz nach rechts. Und jetzt müsst ihr einmal kurz warten, bis ihr diese Peyote-Pflanze gegessen habt und euch in ein Tier verwandelt habt. Sobald ihr euch in ein Tier verwandelt habt, müsst ihr einmal warten, bis der Text unten fertig ist. Also der erzählt euch jetzt hier irgendwas. Müsst ihr einfach ganz kurz abwarten. Und sobald der Text zu Ende ist, sobald er fertig erzählt hat, drückt ihr einmal Steuerkreuz nach rechts, beziehungsweise haltet kurz Steuerkreuz rechts gedrückt, dann sollte es jetzt weiß werden und sobald der Bildschirm weiß ist, drückt ihr direkt die Options-Taste, dann geht ihr einfach wieder auf Online und startet jetzt wieder den Rockstar Creator, genauso wie ich das mache. Ist jetzt auch schon der letzte Schritt, jetzt drückt ihr die Options-Taste im Creator, geht auf Online, geht hier Online spielen, geschlossene Freundessitzung und jetzt müsst ihr kurz warten, bis ihr wieder in der neuen GTA Online-Sitzung drin seid. Jetzt geht ihr ganz einfach hin, geht an den Geldautomaten dran und zahlt jetzt nochmal euer komplettes Geld ein, dass ihr Bargeld 0 Dollar habt. So, ich mache das jetzt ganz kurz. Und zwar Einzahlung, mein ganzes Geld, dass ich Bargeld 0 habe. Dann geht ihr einmal auf Abhebung, geht auf 100.000 und drückt jetzt einmal X. Und jetzt werdet ihr sehen, dass ihr die ganze Zeit Geld bekommt. Ihr seht es im Hintergrund, ihr bekommt jede Sekunde, jede 1-2 Sekunden bekommt ihr 100.000 GTA-Dollar. Also ihr seht das Ganze hier wirklich, ihr bekommt wirklich jede paar Sekunden
100.000 GTA-Dollar. Und das Ganze könnt ihr theoretisch so lange laufen lassen, wie ihr wollt. Ich würde euch hierbei trotzdem empfehlen, dass ihr das Ganze nicht übertreiben solltet. Macht euch hier wirklich maximal 50, 60 Millionen. Dann habt ihr erstmal genug Geld, um euch alles zu kaufen. Wenn ihr es hier wirklich übertreibt und euch, keine Ahnung, 100 Milliarden macht, dann wird das Ganze natürlich relativ auffällig und dann kann es sein, dass Rockstar Games euch das Geld wieder abzieht. Deswegen übertreibt es auf jeden Fall nicht. Wenn ihr hier nicht übertreibt, dann habt ihr hier auch kein hohes Risiko. Und ja, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt genug Geld, drückt ihr einfach die Options-Taste, geht hin und findet eine neue Sitzung. Dann werdet ihr sehen, dass ihr euer ganzes Geld, was ihr jetzt gerade eben bekommen habt, dass ihr es auch gut geschrieben bekommen habt. Wenn ihr nämlich jetzt in der neuen Sitzung angekommen seid, seht ihr, das ganze Geld habt ihr hier auch auf eurem Charakter drauf. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis hierhin würde ich aber erstmal sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.